Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und heute wird noch der Garten von Maggie gemacht und dann ist aber auch wirklich fertig mit dem Gebaue. Nach dem Intro geht's los. Ich war ja im Schlafzimmer stehen geblieben. Here I am. Und ja, ich mache da auch so mit rot-goldenen Akzenten diesmal arbeiten. Ne? Jeder Raum hat ja immer so ein bisschen so farbliche Akzente. Da hinten kommt noch so eine kleine Toilette rein. Aber auch nur was ganz Kleines. Und jetzt hatte ich eine Problematik. Ich möchte mit dem Bambus nämlich gerne eine Trennwand bauen. Und trotzdem sollen die Sims ja ins Bett. Da muss man bei Move Objects immer ein bisschen aufpassen, ne? Und dass man trotzdem alles nutzen kann. Ich habe deswegen die Tür nochmal verschoben und schiebe das jetzt hin und her. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ob das spielbar ist. Das mache ich dann mit dir zusammen natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, ob Maggie dann das Bett auch wohl benutzen kann. Das Badezimmer wird wirklich nur ganz mini klein. Da kommt wirklich nur, weißt du, so Toilette, Waschbecken, Handtuchhalter, Blume. Blume, ohne Blume geht nichts. Natürlich gibt es auch ein kleines Bildchen an die Wand und so, aber es ist einfach nichts, nichts Großes, nichts Weltbewegendes. Dieser Raum hier soll sowas wie ein Spielzimmer für Erwachsene werden. Weißt du, wo du mit den Sims Spaß haben kannst, ne? Sims sind ja oft gestresst und überhaupt. Und wenn die von der Arbeit kommen, ist alles so, ne? Und das soll ein Raum werden, der dann wirklich, wo einfach ein paar Aktivitäten sind, die ganz cool sind und Spaß machen. Ich habe mich jetzt hier für den Blubber entschieden und eine Pflanze kommt da noch hin. Ich wollte keinen Kicker nehmen, den fand ich irgendwie nicht so toll. Natürlich wird hier auch dekoriert und dann habe ich diese, guck mal, diese leuchtenden Schmetterlinge gefunden. Na, die sind awesome. Und da kommt so eine, ja, ein Regal mit so Getränkeflaschen und so habe ich da hin. Ne? Eine Musikbox kommt da noch rein, damit man da auch Musik hören kann. Und dann ist das eigentlich schon soweit fertig, würde ich sagen. Jetzt hatte ich überlegt, was mache ich in das letzte Zimmer? Und ich habe ja noch gar kein Büro. Und das kommt hier rein. Da ändere ich die Farben gleich auch nochmal um. Das Ganze soll im Vanille und Dunkelbraun werden. Und das wird farblich noch angepasst. Erstmal mache ich die Gardinen und dann habe ich nämlich gesehen, ach ja, das Braun, das finde ich eigentlich ganz schön. Vielleicht ändere ich die Möbelfarben dann noch um. Also da soll wirklich musiziert werden, an den Computer gehen, lesen, solche Sachen. Dafür ist dieser Raum gedacht. Und da wusel ich drin rum. Ja, ich hätte gerne Flügel. Jetzt muss ich dann nochmal alles ein bisschen umbauen, damit das dann auch räumlich da reinpasst. Aber ich finde, so sieht es doch eigentlich schon mal gar nicht so doof aus, oder? Kann man schon lassen. Natürlich, es fehlen Bilder an der Wand. Es fehlen immer Bilder an der Wand. Übrigens, es stehen da auch Gartenutensilien jetzt auf dem Regal, ne? Total unnötig, aber ich habe gedacht, das passt so nett zu ihr. Da müssen jetzt Gartenutensilien ins Bücherregal. So, und auf geht's nach draußen. Und ja, da bin ich mir auch noch nicht so, ich möchte das natürlich rustikal, aber trotzdem hübsch haben. Und das ist gar nicht so einfach. Ich hatte keine genaue Vorstellung im Kopf, wie das Ganze aussehen soll. Pflanzkästen ist ja klar, ne, weil sie ja Botanikerin werden möchte. Und ich finde diese Feuerstelle eigentlich auch ganz schön und einen Grill möchte ich trotzdem. Und ja, die Feuerstelle auf der Terrasse hatte ich eigentlich gedacht und schieb da auch ewig hin und her, aber es gefällt mir alles nicht, weil dann kann ich auch keinen Esstisch mehr dahin. Deswegen baue ich wieder mal um, ne? Also aufbauen, abbauen, das kann ich perfekt. Da ist jetzt also der Grillplatz, also die Feuerstelle und dann auf der Terrasse kann man sitzen am Tisch und bei der Bank und so.
Da wird der Briefkasten auch nochmal geändert und Mülleimer muss draußen auch noch hin, dass ich das nicht vergesse. Ne? So, und ich finde, das sieht so ganz nett aus und jetzt geht's an die Gartendekoration. Ich denke, mit den Haustieren wird auch da sicherlich einiges dazukommen, was ich dann noch bauen und machen werde. Aber das konnte ich jetzt natürlich beim Hausbau noch nicht machen, weil da waren die Sachen ja noch nicht draußen. Die kommen ja erst Freitag, also... Das müsste morgen sein. Ich habe das ja im Voraus aufgenommen. Das müsste morgen sein. So, jetzt kommt hier das Efeu-Zeug und so. Und ach so, siehst du, genau. Am Freitag kommt das ja raus, ne? Die erste Folge, die du dann siehst mit den Hunde und Katzen, die kommt bei mir wahrscheinlich erst Samstag. Ich muss mal gucken, wie ich das schaffe mit dem Aufnehmen. Übrigens, hier habe ich jetzt da oben dann, ich wollte das ganze Haus nochmal verkleiden mit Pflanzen, aber nicht mit Efeu. Jetzt habe ich hier Blumenkästen genommen und die kommen da einfach oben an diese Dachrinne ran. Da kann man die nämlich ganz gut hinhängen. Durch das Move Objects kann man die auch so ein bisschen ineinander hängen. Und tada! Jetzt fehlt das da oben noch, ne? Bei dem Balkon. Da muss ja sowieso noch ein bisschen was drauf auf dem Balkon, damit das nicht so nackedei aussieht. Kommt da auch ein Baum hin und eine kleine Sitzmöglichkeit. Würde ich auch gerne da noch haben, um dann morgens, weißt du, ganz gechillt seinen Kaffee zu trinken. Finde ich das ganz hübsch. Und ja, ich finde, das sieht doch ganz hübsch aus. Jetzt muss da vorne auf dem Balkon noch was hin. Nein, das reicht eigentlich so. Ich würde sagen, das Haus von Maggie ist fertig. Und morgen kommt die erste Folge, wo sie dann auch gespielt wird. Und ich freue mich, wenn du da auch wieder mit am Start bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.